Ja, guten Tag. Ich bitte mich ein bisschen zu entschuldigen. Ich bin leicht oder schwerer erkältet mit einer Sommergrippe. Das liegt irgendwie an dem raueren Klima in Berlin, aber ich meine wirklich nur das Wetter. Also sonst ist alles in Ordnung. Ich will zu drei Themen heute zu Ihnen sprechen. Erst natürlich zur mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen ESM, Fiskalpakt. Anträge auf einstweilige Anordnung. Zweitens zur Erhöhung des Entgeltes für Minijobber und der Forderung der SPD nach einem Mindestlohn für Minijobs. Drittens zur heutigen Beratung unseres geschäftsführenden Parteivorstandes mit den Landesvorsitzenden, die zurzeit noch im Nebenraum stattfindet. Zu Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht berät heute die Eilanträge der Linken, des Bündnisses Mehr Demokratie sowie anderer Abgeordneten. Gleich zu Beginn der Verhandlung, die derzeit noch läuft, also noch kein Ergebnis da ist, hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voskuhle, gesagt, dass in Krisenzeiten auch die Verfassung gilt. Das können wir nur voll unterschreiben. Das Eilverfahren heute klärt allein die Frage, ob der Bundespräsident die Gesetze unterschreiben darf oder ob er noch warten muss bis zur Hauptverhandlung. Nach unserer Auffassung hat die Bundesregierung das Gesetzgebungsverfahren eindeutig zu spät eingeleitet. Zum Beispiel der ESM-Vertrag wurde bereits im Juli 2011 von der Europäischen Kommission unterzeichnet. Das entsprechende Zustimmungsgesetz wurde jedoch erst im März 2012 in den Bundestag eingebracht und erst wenige Tage vor dem beabsichtigten Inkrafttreten zum Abschluss gebracht. Entschuldigung. Hier operiert die Bundesregierung eher wie eine Taskforce als wie in einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren. Am Wochenende haben verschiedene Koalitionspolitiker versucht, das Bundesverfassungsgericht unter Druck zu setzen, mit der ungeheuren Aussage, dass sie vielleicht zu wenig von Europapolitik verstehen. Für uns als Linke sind solche Aussagen inakzeptabel und auch nicht tolerierbar. Die Nervosität der Regierung ist jedoch verständlich. Wir gehen durchaus davon aus, dass wir gute Chancen haben, im Eilverfahren zumindest teilweise Erfolg und Recht zu bekommen. Aber auch freut uns, dass die Bevölkerung mehrheitlich durchaus unserer Meinung ist. Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht und zumindest eine Mehrheit der Bevölkerung hält die Beschlüsse der Bundesregierung zu ESM und Fiskalpakt nicht für richtig. Ich glaube, die Bürgerinnen haben Angst vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Und tatsächlich haben ja auch noch mal die 172 Professoren das ein bisschen genährt. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass viele konservative Wirtschaftswissenschaftler zumindest teilweise Analysen der Linken übernommen haben. Wir teilen durchaus nicht alles, was die sagen und auch gar nicht die Schlussfolgerungen. Aber eine Sache ist doch identisch, dass sie nämlich sagen, es geht offensichtlich nicht um die Rettung des Euro, sondern um die Rettung der Banken. Und das ist eine Aussage, die die Linke schon lange trifft. Wir sagen aber nicht, wie die Professoren, man kann auch Banken bankrott gehen lassen, das könnte man, aber das hat gravierende Folgen, sondern wir sagen, die Banken und die Finanzwirtschaft muss unter öffentliche Kontrolle gestellt werden, demokratisch kontrolliert werden, vergesellschaftet werden und sie müssen vor allen Dingen kleiner werden, sodass die Spekulationsgeschäfte nicht mehr möglich sind. Sie müssen dringend reguliert werden. Wir stellen auch fest, dass die Krise durchaus die Realwirtschaft erreicht. Wir haben jetzt den ersten Fall in Ulm und auch in anderen Bundesländern, wo zum Beispiel die Firma Iveco Produktionsstätten hier schließt, ausdrücklich mit dem Vermerk, dass ihre Exportmärkte in Italien und Spanien zusammenbrechen. Die Folgen tragen leider dort 670 Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Fiskalpakt, es kommt auch langsam an, insbesondere bei den Kommunalpolitikern, hat auch gravierende Folgen für die Kommunen. So hat zum Beispiel der Kämmerer der Stadt Nürnberg
ausgerechnet, dass der Fiskalpakt Nürnberg zu Einsparungen in Höhe von 70 Millionen Euro zwingen könnte. Dies entspricht beispielsweise allen Investitionen in Kinderbetreuung, Schulen oder öffentlicher Personennahverkehr. Wir werden natürlich immer wieder gefragt, könnt ihr wirklich verantworten, dass ESM und Fiskalpakt zurückgewiesen werden vom Bundesverfassungsgericht? Was passiert denn für Europa? Wir sehen dadurch aber eine große Chance, die Dinge in Europa neu zu regeln und insbesondere Wirtschaftspläne, Strukturhilfen zu machen, die die anderen Länder, die Krisenländer wirtschaftlich voranbringen und sie überhaupt in den Stand versetzen, ihre Schulden, auch ihre Schulden an uns zurückzuzahlen. Deshalb ist eine andere Regelung auch gut für die deutsche Bevölkerung. Wir haben klare Alternativen zur Politik der Bundesregierung. Ich will noch mal die vier wichtigsten nennen. Wir wollen die Entkoppelung der Staatsfinanzen von Spekulation der Finanzmärkte und sagen, es ist völliger Unsinn, dass die Europäische Zentralbank billiges Geld an die Banken gibt und die Banken es dann teuer weiterverleihen an die Schuldenländer, die dann Zinsen bezahlen müssen, 7% oder mehr, haben wir gestern wieder gehört mit Spanien, die sie gar nicht durch Wirtschaftswachstum unterlegen können und die sie auch niemals zurückzahlen können. Das ist völliger Unsinn und wir sagen, die EZB muss billige Kredite direkt an die Krisenländer geben oder, wenn sie es aus rechtlichen Gründen nicht könnte, müssen wir eine europäische öffentliche Bank gründen, die das dann kann. Und nicht, dass wir mit öffentlichen Geldern praktisch die Bankengewinne fördern und die anderen Länder in die Bredouille bringen. Zweitens, wir haben nicht nur Schulden in Europa, sondern wir haben auch eine drastische Zunahme hoher Vermögen. Und die Linke sagt eben, dass durch eine Millionärsteuer, durch Vermögensabgabe, durch eine stärkere Besteuerung hoher Vermögen, diese endlich zur Finanzierung der Krisenlasten herangezogen werden müssen. Und drittens, wir sagen, wir brauchen einen europäischen Sozialpakt und keine Kürzungs- und Verarmungsprogramme, der Sozialabbau zur Finanzierung der Krisenlasten ausschließt und Mindeststandards für Löhne, Renten, Sozialleistungen für alle Mitgliedstaaten festlegt. Das würde tatsächlich wirtschaftlich und sozial helfen. Und viertens, wir sagen, wir brauchen ein europäisches Wachstumspaket, und zwar nicht irgendwie durch lächerliche 10 Milliarden für die Europäische Investitionsbank, sondern tatsächlich in Höhe von 360 Milliarden Euro. Ich glaube, wir haben damit ein überzeugendes Konzept und eine überzeugende Antwort auf die europäische Krise, auf die Wirtschafts- und Währungskrise. Und es zeigt sich auch durch die Wirklichkeit, dass die vorherrschende Politik tatsächlich keine Krisenlösung anbieten kann, sondern wir gehen davon aus, wenn das so umgesetzt würde, die Krise eher in den nächsten Monaten noch weiter verschärft wird. Zum zweiten Thema, Minijobs, Erhöhung von 400 Euro auf 450 Euro, das plant die Koalition ab 01.01.2013. Für uns ist diese Planung, dieses Angebot ehrlich gesagt ein Witz. Das können wir nicht ernst nehmen und können es nur ablehnen. Die SPD hat jetzt einen Mindestlohn von 8,50 Euro für Minijobber gefordert. Auch das ist nicht wirklich ganz schlüssig. Wenn man Mindestlohn für alle fordert, gilt er natürlich auch für Minijobber. Aber das eigentliche Problem der geringfügig Beschäftigten ist, dass wir hier eine Sonderform in Deutschland haben, geringfügiger Beschäftigung, von der die Menschen nicht leben können, was übrigens ganz wenige andere Länder in dieser Ausformung so kennen. Wir haben 7 Millionen Minijobber. Fast jeder fünfte Arbeitnehmer ist in einem Minijob und knapp 5 Millionen davon arbeiten nur dort. Definitiv ist die Mehrheit dieser Minijobber Frauen und die Altersarmut ist geradezu vorprogrammiert. Das ist völlig klar, von diesen Jobs kann man nicht leben. Es geht im Prinzip um eine staatliche Alimentierung, Subventionierung von Unternehmen, indem durch entsprechende Befreiung, Steuerbefreiung und so weiter praktisch den Arbeitgebern günstige
Angebote gemacht werden, solche Jobs zu schaffen und im Prinzip reguläre Arbeitsplätze in Minijobs umzuwandeln. Und da sagen wir, da brauchen wir einen grundsätzlichen arbeitsmarktpolitischen Kurswechsel. Das Thema Niedriglohn, prekäre Beschäftigung steht ja auf unserem 120-Tage-Programm, hat für uns also eine ganz große Bedeutung, dass wir diese Beschäftigungsverhältnisse zurückdrängen und das Prinzip gelten muss, dass die Menschen Arbeitsplätze vorfinden, von denen sie tatsächlich leben können. Es ist übrigens auch eine teure Sache für die Steuerzahler. Es gibt ja darunter sehr, sehr viele Hartz-IV-Aufstocker und Aufstockerinnen. Unsere Forderungen sind soweit ganz klar. Erstens, ab dem ersten verdienten Euro müssen Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtig sein. Zweitens, wir wollen die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns von 10 Euro die Stunde. Drittens, öffentliche, vor allen Dingen soziale Dienstleistungen müssen ausgebaut werden in neue reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse müssen dort geschaffen werden. Viertens, wir brauchen ein Gleichstellungsgesetz auch für die Privatwirtschaft, sodass Betriebe so lange auf Maßnahmen verpflichtet sind, bis das Ziel der gleichen Entlohnung erreicht ist. Ich habe es ja schon gesagt, es ist in erster Linie eine spezielle Form der Frauenbeschäftigung, die die Frauen in die Altersarmut und zum großen Teil auch in die Existenznot treibt. Drittens, wir haben gerade eine Beratung mit den Landesvorsitzenden der Landesparteien, haben Bilanz gezogen über die ersten 35 Tage nach dem Göttinger Parteitag, oder sind schon 36, ich glaube, es sind heute schon 36. Ich kann Ihnen sagen, dass die Stimmung in der Partei außerordentlich gut ist. Also alle Landesvorsitzenden haben berichtet, dass es zum Teil sogar eine Aufbruchsstimmung in der Partei gibt, dass sowohl die Angebote zur parteiinternen Kommunikation und Diskussion positiv angenommen werden, als auch eben die inhaltliche Themensetzung, sprich die Themen prekäre Beschäftigung, Eurokrise und Rückeroberung des Öffentlichen bei der Parteimitgliedschaft, bei den aktiven Parteimitgliedern sehr gut ankommt. Es gibt schon eine ganze Reihe von Initiativen, Aktivitäten in den Landesparteien, wo über die Sommerzeit Flugblätter verteilt werden, Plakate ausgehändigt werden, Veranstaltungen durchgeführt werden. Also wir haben den Eindruck, dass wir jetzt in der Kürze der Zeit, Wunder kann niemand vollbringen, dass wir aber doch in der Kürze der Zeit die Partei stabilisieren konnten, dass wir wieder mit unseren inhaltlichen Themen punkten können, im Vordergrund stehen. Wir haben auch den Eindruck, dass sich die Umfrageergebnisse wieder verbessern für uns, also dass das honoriert wird von den Wähler und Wählerinnen, dass es keinen Streit innerhalb der Linken gibt, sondern dass wir uns den inhaltlichen Themen, den Interessen unserer Wählerinnen und Wähler zuwenden. Also wenn es so weitergeht, dann wären wir mit der Entwicklung sehr zufrieden.